schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar, heute haben wir eine wunderschöne Challenge für euch. Mit dabei ist der gute Mr. Ananas. Oh oh. Heute machen wir eine coole Challenge, die ich mir abgeguckt habe vom kreativen Falco. Eigentlich wollte ich das auch mit ihnen in Köln drehen, als ich letztens da war, aber wir hatten dann keine Zeit mehr. Deswegen der Ersatz. Ich dann, ja. Der nicht zeichnen kann. Gute Idee. Wir haben die Auswahl. Wir nehmen Falco. Er kann echt gut zeichnen. Die Idee ist von ihm. Falco hat keine Zeit. Okay, wir nehmen den Fettsack, der nicht zeichnen kann. So ist es. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben hier verschiedene Begriffe aufgeschrieben. Und zwar Eigenschaften. Davon nehmen wir drei Stück und müssen eine Figur dazu zeichnen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Und ich fange mal an. Du bist Gast, du darfst anfangen. Vielleicht schreibst du auch auf, ja, ich oder? Ich muss auch schreiben, weil ich vergesse es. Drei Sachen sind zu viel. Oh, YouTuber! Mounttuber? Hör auf, meine Schrift ist scheiße, das wissen wir alle. Okay, let's go. Ich hätte gedacht, wenn ich nochmal YouTuber bekommen hätte. Anime Power! Alter, was war das denn? Wahrscheinlich die Tafel. Also. Ja, die Leute sind durch, die kriegen nicht. Oh, und Mensch, passt eigentlich gut zusammen. Ja, passend zu menschlicher YouTuber, der Anime-Power hat. Oh, das wird schon richtig cool, glaube ich. Willst du es als Einzel oder willst du es so comic-mäßig machen? Das ist eine Figur am Ende. Okay. Ich habe Euter. Für Leute, die nicht wissen, was Euter ist, das ist das bei den Kühen, die tippen. Ja, so schaut's aus. Schutz, also eine Verteidigungsausrüstung sozusagen. Oder sowas ähnliches als Schutz. Irgendwo muss ich schützen. Egal gegen was. Mit Eutern kannst du einiges und Schutz essen. Und essen. Okay, dann stellen wir jetzt den Timer. Jeder hat seine drei Eigenschaften. Und wir haben 2 Minuten zum Zeichnen. Let's go! Ja, dann stell du doch mal zuerst vor, was du hast mit Eutern, Schutz und Essen. Also ich habe im Endeffekt eine Anime-Figur mit riesen Eutern, auch wenn das erst ein Junge war. Du hast aber Titten gemalt, du sollst schon Eutern malen. Müssen das echt? Ja, es soll schon Euter sein. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe einfach unter Riesen, also sie hat auf jeden Fall Riesen-Euter auf jeden Fall hat sie am Start. Und hat in der Hand eine... Das sollte eine geschälte Banane darstellen, aber es sieht aus wie eine geplatzte Ananas. Und die soll geschält sein. Und sie hat den Schutz einer Gummitüte, die drüber gezogen ist, demonstrativ über die Banane. Denn Kinder, wir wissen ja, unsere Bananen müssen immer geschützt sein. Die natürliche Hülle, wenn entfernt wird, dann muss man auf jeden Fall einen Plastiküberzug über die Banane, damit sie so schnell braun wird. Gib mal ganz kurz deine Tafel für mich. Und zwar will ich, dass du den YouTuber rätst. Erstmal so. Wer könnte das sein? Gesicht mit Punkten und so ein bisschen? Klar, ich bin mega schlecht im Zeichnen, das haben wir nicht vergessen. Gesicht mit Punkten? Kurze schwarze Haare, freundliches Gesicht, Punkte ein bisschen im Gesicht. Aha, das könnte Kelly sein. Die hat keine kurzen schwarzen Haare und hat keine Punkte. Doch, die hat Punkte im Gesicht. Ich sag mal, es ist männlich und aus Köln. Er hat den Punkt im Gesicht, Alter! Crispy Rob? Der hat seine Muttermale in meinem Gesicht. Muttermale, okay, Rob. Deswegen habe ich da die Muttermale gezeichnet. Und seine Superkraft ist... Er hat Punkt im Gesicht! Ja, hat er. Okay. Das ist ein Muttermale. Und seine Kraft ist, er kann verschiedene Käsesorten, also er kann bestimmen, wie der Käse ist, den er rausschießt. Er kann so als ganze so Linie schießen, so wie bei Spider-Man, seine Spider-Dinger. Aber er kann auch einfach so ein Stück Käse, die einfach in die Fresse... Boom! In die Fresse Käse! Boom! In die Fresse cool, Käse! Wie cool, Superkraft, wenn du das hättest. Und dann so, Alter, Leute, was, ihr habt keinen Nacho-Cheese am Start? So, weißt du, stehst das so. Pizza ist fast fertig, wir brauchen nur Käse. Leute, kein Thema. Bam! Aber er kommt so durchs Fenster gesprungen. Yeah. Kein Problem! Und geht wieder an seine Käsefäden, die sich ziehen, an den, wie bei den riesen Mozzarella-Stick, den er gemacht hat. Alter, ja, Mann, das ist echt cool. Okay, hey, nice. Welche Zeichnung fandet ihr besser? Schreibt es mir in die Kommentare bei der ersten. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten, oder? Jetzt darfst du mal zuerst drehen, okay. Indem ich gerade schon anfangen durfte. Hey, die erste Runde hat mir übelst Bock gemacht schon mal. War das ein richtiges Drehen? Ja. Ah! 8 Arme. Ich habe 8 Anime gelesen. Okay. Naja, ich lese nur 8 Arme. Arme. 8 Arme. Das ist Arne. Arne, 8 Arme. Okay. Okay, alles klar, 8 Arme, dann drehe ich nochmal.
bin ich gespannt. Jetzt gib mir auch mal den Schuss. Echse! Achtarmige Echse. Nochmal. Der hat 16 Arme. 16-armige Echse. Also ein 1000 Füße als Echse. Was ist das? Waffe. Ah! Aber bitte für jeden der Arme eine. Oh nein! Ja, ich krieg auch Waffen. Waffeln? Ja. Waffe ist immer gut. Vor allem Sarkasmus ist auch eine Waffe. Jetzt kommt wenigstens keine Waffe. Jetzt kommt Essen. Okay, jetzt wird's richtig spannend, Leute. Was soll das werden? Waffe oder Essen? Waffe oder Essen? Wer tippt drauf? Anime Power. Oh nee, du kannst doch mal genau das gleiche zeichnen gefühlt. Ja, okay. Ähnlich. Aber ich habe eine andere Idee. Aber ähnlich. In der Zeitung kommt. Oh mein Gott, Scheiße. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schlimm. Okay. Bei mir ist aber auch nicht besser. Soll ich diesmal anfangen? Ich wollte auch nicht fertig, ich wollte den noch zu Ende machen. Okay, fang mal an. Was hast du gezeichnet? Okay, pass auf. Ich habe überlegt, Anime-Power, Waffe und Essen. Warum kommen da Sachen aus seinem Pille-Balle-Mann? Das Pille-Balle hat es in der Hand. Achso, okay. Und zwar, er hat ein Spaghetti-Lasso. Aha. Er hat ein Spaghetti-Lasso und deswegen hat er noch Tomaten-Ketchup noch nebenbei, weil er das noch essen will. Und ich habe probiert, Falco zu malen, weil Italiener mit Spaghetti würde gut zusammenpassen. Und das war eine Hommage, weil er ja auch der Erfinder des Spiels mehr oder weniger ist. Also soll das halt Falco sein? Mit ich glaube, wie kreativ der die Originalbesetzung mit einbindet. Mit Brille? Dann habe ich probiert, die Haare halt blond zu machen, dadurch halt offen gelassen. Das ist sehr schwer mit Schwarz. Ja, ja, deswegen habe ich es halt offen gelassen, dazwischen halt nur halt die Form gemacht und eigentlich wollte ich noch den da einbinden mit dem Lasso. Ah! Aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe zuerst das Lasso und dann kam mir die Idee, mal noch ein Verbrecher. Ja. Und binde ihn mit dem Lasso sozusagen ein. Ja, voll gut, aber ich weiß, was es gemeint ist. Es ist übelst gut, Mann. Aber halt scheiße gezeichnet. Meiner ist voll die Misset so. Also, meiner ist, hat 8 Arme, ist eine Echse und hat Waffen. Also er ist eine Echse, das sieht man an den Schnabel, echsenmäßigen Ding. Ja. Da habe ich mir gedacht, für was braucht das Ding eigentlich Waffen? Da habe ich angefangen, die 8 Arme, was die einzelnen Striche sind, zu machen. Und habe mir gedacht, was braucht man denn so als Echse? Erst habe ich hier angefangen, das rechts ist eine Waffe, soll eine Waffe werden. Da habe ich mir gedacht, was braucht aber eigentlich eine Echse? Also erstmal eine ganz große Hand, um Sachen greifen zu können. Und was den meisten Säugetieren einfach fehlt, ist ein Daumen. Deswegen ein Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt. Dann hat es eine Schaufel, eine Lampe mit Rotlicht. Weil das Rotlicht ist es auf den Strich gegangen, wenn Leute anlockt oder was? Nein, aber wenn du so ein Gecko oder sowas hast, so eine Echse, die wollten mögen es doch immer so richtig warm. Deswegen hat er eine Rotlichtlampe dabei, eine Schaufel, unten ist ein Sack voll Sand, falls er sich das mal herrichten will, einen Ast und eine Banane, falls der Gegner mal ausrutschen muss. Das Kreative ist doch nicht mehr eingefallen, was Echsen so brauchen. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ja. Ich hätte einen T-Rex gemalt mit so kleinen Armen und der hat einfach so Verlängerungsarme, 8 Stück, und dann kann verschiedene Länge machen. So was hätte ich halt gemacht. Du bist so kreativ, Mann. Dann machen wir die letzte Runde. Du fängst an, oder? Ich würde sagen, wir machen jetzt lustiger. Ich drehe für dich und du für mich. Hier würde was Gescheites jetzt her. Ja, Euter oder so. Nicht schon wieder Euter. Oh nee, nein, nicht Fisch! Mein Kryptonit, Alter. Für dich. Okay. Und welches das letzte Beste war? Fahrzeug. Fahrzeug? Was das letzte Beste war, schreibt es in die Kommentare, wer da gewonnen hat, wer es besser gemacht hat. Also von den Ideen her gewinnt er. Oh, du kriegst schon wieder Fisch. Ich hab Doppelfisch. Oh ja, ist ja schnell gewesen jetzt. Hui! Oh, hui! Du kriegst eine Waffe. Eine Waffe! Ah! Nicht mehr geschafft zu fangen. Hey, ganz ehrlich, ich bin glücklich, dass ich nicht dreimal essen habe. Wie passend dreimal essen? Nur weil ich Fan bin oder was? Yes. Oh, jetzt gib mir was Gutes, Mann. Ja, Euter werden jetzt nicht schlecht zum Fisch. Dann kennen Sie die Fischeuter. Wir sollten Lotto spielen. Alter, ich sag vorher, ich zieh Euter als erstes, kam Euter. Jetzt sag ich zu dir, du kriegst das Euter. Okay, dann kriegst du jetzt von mir nochmal Essen.
Du wolltest unbedingt haben, du wolltest essen. Da, 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 ist vorbei. Nein! Schuss! Also, 2 Minuten ab jetzt! Fertig. Werden wir anfangen? Wie du willst. Okay, Leute, ich fange an. Und ich habe einen Fisch gezeichnet, der als Waffe einen Euter hat und damit Milch spritzt. Milch also wenn, ist Gift. Wenn, ja, genau. Wenn ein gegnerischer Fisch kommt, dann kann er einfach seinen Euter nehmen und kann piu, piu, piu die Milch rausschießen. Hm. Was hast du? Ich habe natürlich zuerst ein Fahrzeug. Also habe ich so eine Art Auto gebaut, so ein Cabrio. In dem Cabrio sitzt ein Echsenmensch. Aha. Der das Auto fährt hier, auch mit beiden Händen am Steuer, sehr wichtig beim Fahren. Kicker. Echsen haben Menschen. Menschenarme. Echsen, Mensch. Was verstehst du nicht? Stimmt. Es ist ein Echsenmensch in einem Auto, in einem Cabrio-Auto. Und dieses Cabrio-Auto ist aus der Zukunft und das macht so wie Raumschiffe so Schutzschilder um sich herum so. Damit man nicht durchschießen kann, okay. So ein Schutzschild aus Energie. Aber sehr langweilig, wenn er nur verteilen kann. Also habe ich noch so 2 Pistolen vorne hingebaut, wo die einfach automatisch schießen. Und statt Lautstärkeregler am Lenkrad hat er so Knöpfe zum Schießen. Und hinten hat er zugleich Spoiler, aber auch eine Rakete. Ah, okay, ich wollte gerade fragen, ob da ein Rabe hinten drauf ist. Nein, nein, das ist so eine Rakete, sollte sein. Okay. Hier, wo vorher ja, rauskommt. Ja. Und das benutzt als Spoiler. Und wenn aber jemand abschießen muss, der zum Beispiel fliegt, schießt einfach die Rakete auf ihn ab und dann hat er keinen Spoiler mehr. Okay, ich sag jetzt mal, Schutz ist es jetzt nicht, was du gezeigt hast. Schutzschild. Aber zum Schützen angreifen. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Nein, er hat ein Schutzschild. Ja, aber die Waffen hätten jetzt nicht sein müssen. Nein, die müssten nicht sein, aber warum wenn er sich schon verteidigt, muss er auch angreifen. Guck mal, mein neu lackierter Spoiler, aber ich knall dir auch gerne ab, wenn es sein muss. Ja. Ja, krass, cool, Leute. Was meint ihr? Welches war das Bessere von beiden und wer hat generell diese Runde gewonnen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es mega lustig und vor ja, allem schreibt, ganz wichtig, schreibt Begriffe rein, was wir hier mal draufschreiben sollen. Für Eigenschaften und dann machen wir mal eine Runde damit. Ja, aber ich bin so schlecht im Zeichen, du brauchst echt aber jemanden, der deine Kreativität ist so geil, Mann. Ja, Falco, wir machen dann immer das Video demnächst, aber oder Georg, der zeichnet doch auch. Ja, Georg zeichnet auch nicht schlecht. Den können wir auch mal dazu holen, das ist ja auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, zeigt mir da einen Daumen nach oben und lasst die Glocke bimmeln und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr möchtet. Ding, ding, ding. Sayonara, ciao. Und dann bist du Ananas.